Ground Control. No. Oh. So, meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Transporter uns zugelegt. Und zwar, wir haben von Mercedes auf Ford gewechselt. Und die Farbe ist auch schön. Ja, guck mal, die Jungs sind schon dran, hier alles auszubauen. Wir haben einen gebrauchten gekauft, da wir das Auto eh nur als Transporter benutzen. Deswegen auch, guck mal, schöne Farbe. Blau. Wie die Polen. Nein, das war Spaß. Ne, aber richtig coole Ausstattung. Rückwärtskamera, PDC-Sensoren, Standheizung für den Winter. Oh, der hat eine Sitzheizung. Jungs, der hat eine Sitzheizung hier sogar. Geil. Und sogar eine Handbremse. Guck mal hier. Das ist richtige Belzec Edition Ausstattung, wenn der Belzec hier sitzt. Hier ein lecker Bier. Ne, das finde ich aber unpraktisch, wie es geht, oder? Du musst hier sein. Ja, erstmal das und. Ja, doch. Ich fahre ja nicht rückwärts. Macht das auch richtig? Ja. Ja. Auf jeden Fall, nee, das muss aber umgekehrt sein, ne? Oder du kannst. Nee, das ist extra. Das ist richtig, weil du kannst deine Getränke reinstellen, ja, und kannst vorne deinen Arm noch drauflegen. Ihr denkt einfach nur falsch rum. Genau. Ja, okay, dann sitze ich aber so. Trink mal was. Warte, setz mich hier. Ja. Elektrischer Spiegel. Ich finde wirklich cool, dass Ford so viel Ausstattung in so einen Transporter reinballert. Also das ist schon. Von der Ausstattung her ist das ein richtig cooler Pkw, ja. Der hat Windschutzscheibe ist beheizt, ja, die Heckscheibe ist beheizt, alles. Hier volles geiles Lenkrad, sieht cool aus. Nur keine Automatik, ne? Nicht der Melzer mit der Knieschmerzen. Hier kannst du nur separat für hinten einstellen, Heizung und alles. So, die ein bisschen hier. Braucht die Heizung? Ist da eine Klimaanlage hinten? Ja, ne? Muss ja. Hier können wir Kassettenradio einbauen. Oder zwei sogar. Oder Plattenspieler. Hier. Hier oben machen wir einen Plattenspieler. Ja, ist ein Riesenteil. Junge, ist das ein Riesenteil? Ich sehe nichts mehr. Boah. Ja, okay, das ist hart. Ja, jetzt machen wir das Baby ein bisschen sauber. Er kommt aus Hamburg. Hm? So. Wofür ist er gedacht jetzt? Transportmittel. Skiurlaub. Skiurlaub, ja, genau. 125 Pferdchen hat das Ding. Ja? Schön. Sehr schön. Olli, freust du dich? Ja, den einen oder anderen Porsche abziehen. Ja, die Porsche-Fahrer ein bisschen ärgern hier auf der Autobahn. Machen wir. Manchmal nicht. Ja, ich würde vorschlagen, TÜV hat er bekommen. Ich würde vorschlagen, dass wir hier ein paar Sachen lackieren. Und zwar die Dinge. Was sind das für Schrauben? Halten, ne? Bei Rolls-Royce hält das auch und der wiegt genauso viel. Klar, ein paar Beulen hat er. Mich hat ein Freund angesprochen und zwar schon vor 3 Monaten ungefähr und hat gesagt, Andreas, kannst du für mich was bauen für mein Ford Transit? Ich so, nein. weil ich habe gedacht, der macht, erzählt mir Quatsch. Aber jetzt haben wir einen gebrauchten Ford gekauft, auch ein Transit. Und vielleicht kann man es auf der Kamera sehen. Der hat hier komplett Beulen. Mein Kumpel hat mir gesagt, jeder Ford Belzec, jeder Ford Transit hat die ganze Türe voll mit Beulen. Wie entstehen die? Vorsicht auf Gesicht. Hier, Achtung, machen so und dann klatsch. Oder vielleicht machen so. Ja, das kann sein. Das kann auch sein. Also, wie auch immer, der hat mich schon damals angesprochen und gesagt, Belzec, mach so ein Türgriff hier. Ja, da kann man das wirklich so zumachen. Wir kloppen uns die Beulen raus, weil ich mag keine aus mit Beulen. Und wir schauen, richtiger Russenhocker. Ja. Ich brauche keine Sitze im Auto. Wo ist Schlüssel von dem Apparat?
Liegt der da auch? Das ist ein ewiges Thema bei uns, Schlüssel. Guck mal, niemand hat den. Guck mal, wenn ich schon sehe, dann war es so schnell. Ne? Ich hab den nicht. Hast du nicht? Nein. Jesus! Ja, willst du sagen, warum du überhaupt einen neuen Transporter gekauft hast? Ja, weil es klingt komisch, wenn ich dann sage, als gebürtiger Pole, unser Sprinter ist geklaut worden. Ja, und zwar, das ist nicht witzig, ja, das war Ostersonntag. Ja, ich habe das Auto hier abgestellt, bei uns auf dem Firmengelände, weil wir haben in jedem Auto von uns ein GPS-System eingebaut und habe eine Info bekommen am Sonntag, da stand irgendwie Fremdeinwirkung, bla 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 bla, irgendwas mit Sprinter. Da habe ich geguckt, wo steht der Sprinter, was passiert da? Standort, Firma. Okay, habe ich gesagt, okay, ich warte 10 Minuten, Standort, Firma. Da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht doch die Batterie ein bisschen ja, schwach und das System erkennt irgendwas, irgendwas passiert da. Ja? Weil das Auto in der Firma war. Am Dienstag um 8 Uhr morgens machen wir immer Besprechung und ich gucke aus dem Fenster und denke mir, welche hat mal unsere Kette durchgeschnitten, weil wir haben so eine Kette gehabt an der Einfahrt und wir haben die mal zugehabt. Und im gleichen Moment, wo ich gedacht habe, was ist ein Sprinter? Na, haben meine Jungs angesprochen, bla bla. Wir haben suchen. Die Experten haben bei uns das GPS-System rausgenommen und haben unsere Sprinter mitgenommen. Ja, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ja, die Hollywood-Geschichte kommt jetzt noch dazu. Ja, ich habe überlegt, so an dem Dienstag, soll ich das posten, soll ich das nicht posten? Pole, Auto geklaut. Ich wollte nicht so viele blöde Kommentare da bekommen. Ich in der Badewanne habe gedacht, ah, weißt du was, egal, ich poste das gleich, ja. Das war um 9:30 oder sowas. Habe ich bei Facebook das gepostet und bei Instagram. Ja, 15 Minuten später habe ich eine Info bekommen, dass jemand das Auto gesehen hat in Venlo. Ja, Montagmittag. Ich habe die Polizei angerufen, dass die Hinweise nach Holland gehen, ja. Die quasi ihr, also unsere Zuschauer, mir mitgeteilt haben. Nach dem Baden gehe ich ins Bett, gucke ich nochmal das letzte Mal bei Instagram, schicke eine Nachricht, Belzec, ruf mich an, ich weiß, wo der Sprinter steht. Okay, da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen. Ja? Und zwar habe ich gedacht, okay, jetzt rufe ich da an, die wollen Kohle von mir haben, sonst kriegst du deinen Sprinter nicht zurück. Ja? Nein, das war nicht so. Das war ein sehr junger Mann, sehr netter junger Mann aus Moers. Ja? Und der hat gesagt, am Montag um 18 Uhr war der da, in Duisburg, Hochfeld, war der da und hat einen Sprinter gesehen. Da hat sich irgendwie einen Quad angeguckt oder sowas, ne? Da hat ein Verkäufer gefragt, ob der bei Priensen arbeitet, weil der Sprinter vor seiner Tür stand, ja? Und er hat gesagt, nö, der steht seit gestern Abend hier. Schön. Wir auf jeden Fall nach Homberg, bis was nach Hochheide, ist das glaube ich Hochheide, Homberg, da die Ecke. Hochheide. Ja, kein, was? Hochheide. Hochheide. Das war mittlerweile, glaube ich, 23 Uhr. Und das, ich war dahin, der Sprinter steht da. Und ich so, voll geil, hab die Polizei angerufen. Und dann kam die mit so einem riesen Transporter wegen Fingerabdrücke, bla bla und so weiter. Ne? Auto war abgeschlossen, keine Einbruchspuren, nichts. Ja? Die haben den mitgenommen. Nächsten Morgen rufe ich bei der Polizei an. Ich wollte fragen, wann ich meinen Sprinter abholen kann und wo. Die sagen zu mir, welchen Sprinter? Habe ich gedacht, ich habe den doch gestern Abend gefunden. Wo denn? Ich sagte immer, ihr wart doch gestern da und ihr habt ihn abgeschleppt. Da sagt er zu mir wirklich, nein, Herr Belzec. Ich sagte, mach mich nicht schwach. Ja? Sag bloß, das waren keine Polizisten, die mir mein Auto zum zweiten Mal geklaut haben. Ja, ich habe 3 Tage gebraucht, bis ich das Auto gefunden habe, ja, wo das steht. Weil am nächsten Tag, gleiche Geschichte, ich war wieder bei der Polizei angerufen. Die wussten davon nichts, dass ein Sprinter gefunden worden ist. Also ja, ich war wirklich fix und fertig, 3 Tage lang. Ja? Irgendwann habe ich einen Brief bekommen, das war am Freitag. Belzec, ob du glaubst oder nicht, wir haben den Sprinter gefunden. Das ist nicht wahr, ich habe den gefunden, ja, liebe Freunde. Beziehungsweise nicht ich, sondern unsere, meine Fans, meine Abonnenten, meine Follower, ja, die haben ihn gefunden und nicht die Polizei. Montag war ich unterwegs, bis Donnerstag kam ich wieder mit dem Transporter, ne. Kam ich wieder in eine Firma, habe so eine Maschine geholt für uns. Und dann, ja, tschak, 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 schnell abgeladen Donnerstag. Auf jeden Fall. Ich komme Montag wieder in die Firma. Ja, ich habe wieder nichts gecheckt. Ja, ich fahre mal schnell hier vorbei, höre viel Musik und so weiter im Auto. Und dann sagt der Olli, wo ist der? Fickeran. Er war das, ja. Sagt der Olli zu mir, Chef, wo ist der Sprinter und lass dich kaputt.
Wie meinst du das? Der Sprinter wieder weg. Und ich so, hä? Ich gehe ans Fenster, ist mein Sprinter weg. Und da habe ich gesagt, Olli, ehrlich jetzt? Meinte, hä? Der hat gedacht, dass ich dem irgendwo hier vielleicht eine Produktion abgestellt habe oder so. Ne? Nein, ich habe die Videoüberwachung. Guck auf die Videoüberwachung. Läuft der Experte hier an der Halle entlang, guck noch in die Kamera. Problem ist, du Experte, wenn du das Video siehst, ja, du, ich habe ein Gesicht von dir, mein Freund. Ja, wenn ich dich sehe, ne? Besser ist es für dich, wenn ich dich nicht sehe. Ja, auf jeden Fall, wir haben dein Gesicht. Ja, weil die Kamera zeigt quasi hinten auf die Garagen. Aber es gibt sowas, so moderne Technik, mein Freund, das ist Weitwinkel. Der hat 45 Sekunden gebraucht, bis du mein Auto geklaut hat wieder. Ja, der hat aber keinen Schlüssel gehabt, weil da kennt man daran, zum Beispiel auch hier, wenn man das Auto aufmacht oder so, ne, dann blinken die Leuchten immer. Ja, da gehen die Blinker kurz an. Das ist nicht passiert. Also da hat das irgendwie, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, Sprinter weg. Zum zweiten Mal, innerhalb von einer Woche haben wir den Sprinter geklaut. Ja. Seitdem haben wir mit der Versicherung gekämpft, um 1 Cent dafür zu bekommen. Ja. Mittlerweile haben wir einen Teil davon bekommen. Zufrieden sind wir immer noch nicht, weil wir sagen mal, von dem Preis, was die da ausgezahlt haben, kriegt man keinen vergleichbaren Sprinter. Deswegen haben wir uns von dem Ford entschieden und ich finde ihn eigentlich sogar cooler als der Sprinter mittlerweile. Auf jeden Fall, hier haben wir Sitze, hier können wir alle zusammen fahren. Vielleicht fahren wir Go-Kart oder irgendwie sowas mit der Firma. Oder irgendwo essen. Oder was auch immer. Ne, Norm? Ja. Hier hast du auch Bestandsaufnahme mitgemacht vom Aquarium. Achso, ja. Falls irgendeiner zu Hause noch ein paar Guppies hätte. Ja, wir haben noch ein Aquarium hier. Guck mal her. Oh, da leben Frösche drin. Ich wollte gucken, hat er so schöne LEDs oder hat er nicht? Nein, doch! Ich dachte auch. Oh, da hat die LEDs. Ich habe nur gedacht, oh Jesus. Wenn der das nicht hat, ne? Aquarium leuchtet auch? Jo, Mann, guck mal. Aquarium. Leuchtet, guck mal. Der. Na, sieht gut aus. Wir müssen aber genau die in Dings bestellen. In hell. So bläulich, weiß. Das ist warmes Licht, das ist Ambiente. Ja, aber sieht cool aus. Ja, sollen wir den umbauen? Was? Bleibt ne, bleibt vielleicht. Sagen wir das nicht zweimal. Ne, aber ne, vielleicht irgendwas Geiles. Ich hab da gerade schöne Felgen gefunden. Ehrlich jetzt? Wo? Ja. Im Internet. 23 Zoll. 18 Zoll? Ja. War 18 Zoll? Ja. 18 Zoll das Größte, was du drauf fahren kannst. Sehr schön auf dem Blau. Weiße Felgen. Ja? Von OZ. Oh nein, geil. Ehrlich jetzt? Ich würde vorschlagen, vielleicht machen wir ein paar weiße Streifen auf dem Wagen. Ne? Weiße Felgen. Die Idee ist gut. Sind die so ein bisschen mit Rot? Ja. Ah, ich kenne die. Das sind die Gullideckel. Die fette Limette, Junge, die sind gut. Da vorne haben wir 10 Bilder. Das ist ein Nebelscheinwerfer? Nein. Das ist ein Nebelscheinwerfer, korrekt. So. Oh, geil. Dann die weißen Streifen da drauf, weiße Werbung drauf mit ein paar roten Akzenten. Ja. Geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Guck mal, ob du noch ein paar schöne bläuliche Lämpchen besorgen kannst. Für das Standlicht. Genau. Gefällt mir nicht, das Gelb so. Sieht alt aus. Und neue Aquarien. Also, sind das zwei oder einer? Das ist ein Set. Z, ja, okay. Beide zusammen. Ja, bestellt, dann haben wir zwei neue. Oder? Ich gucke jetzt gleich mal rein, ob es die richtigen sind, wie in der Tagenummer. Da. Machen wir Ölwechsel, alles nicht wechseln, machen wir alles fertig. Ja. Okay. Jetzt müssen wir morgen noch zur Zulassungsstelle. Und das Baby. Ab. Vielleicht machen wir eine Stoßstange vorne. Weil ich hoffe, dann fahren wir ein bisschen länger. Ich hoffe es. So, der hat diese Seite gar keine Beulen, weil er gar keine Türen hat. Ja, hier müssen wir die Scheiben schwarz machen. Die sind schon abgedunkelt, serienmäßig. Aber wir machen die ganz schwarz. Finde ich ein bisschen cooler. Ja. Hier die Logos weg. Farbe? Folierung nicht, ne? Nein. Die Farbe ist schön. Ich finde die Farbe wirklich nicht schlecht, oder Olli? Farbe behalten wir. Die Farbe behalten wir. Nur. Was ist das? Was ist das? Das ist bestimmt für so eine Liftfunktion.
alles. Auch der Kasten. Oder? Ne, das ist eine Schraube. Und ich glaube, hier drunter ist das Reserve. Ha! Aber das ist nicht Reserve. Das ist was anderes. Boah, weiß nicht was. Ja, seid gespannt, wenn er fertig ist, zeigen wir das in einem Video so zwischendurch. Machen wir nicht extra Video darüber, oder? Ja, machen wir fertig. Wir werden so zwischendurch berichten und zeigen. Wir werden jetzt ab und zu durch die Werkstatt so laufen, gucken, was die Jungs so machen oder auch nicht machen. Vielleicht in Ecken rumhocken oder was auch immer. Gott, der freut sich. Der freut sich da. Ja, mir ist richtig kalt. Ja. Wir haben hier Fußbodenheizung überall. Die läuft auch, aber die lüften auch. Ja, das, wenn die Greta das sehen würde, ne, Olli. Wenn die Greta Kurve das sehen würde, ne. Oh, wir haben schon Felgen dafür. Ja. Hier unten haben wir noch einen Link für euch, und zwar von der Friday-Versicherung. Hier kann man die Autoversicherung vergleichen. Da spart man wirklich Bares. Und der Belzec ist ja ein Sparfuchs. Ne? Wie sagt man das? Haben kommt vom Halten. Korrekt. Richtig. Auf jeden Fall, ja, klickt mal hier unten drauf auf den Link und dann mal gucken, was passiert. Vielleicht könnt ihr wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld sparen. Also ich mache das wirklich jedes Jahr.